Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Und wir sind immer noch dabei, die zwei verdorbenen Zonen zu reinigen. Eine davon haben wir jetzt bereits gereinigt, die zweite wollen wir jetzt noch reinigen. Und ich denke, Alter, was ist das? Das wird schwer. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Wahrscheinlich möchte sie mal so einen besiegen. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Alter, ich glaube, das war keine gute Idee, die anzugreifen. Da kommen sie. Alter, was sind das für Dinger? Bloß in Sicherheit bringen, ey. Kacke, Mann, die Dinger kriegt man ja überhaupt nicht tot. Wir sollten uns lieber mal auf dem Weg zu den nächsten. Ja, unseren nächsten Quest machen, weil ganz ehrlich, so eine Dinger bringen ja gar nichts, Alter. Ich habe schon Feuerpfeile eingesetzt und auf diesen Tank geschossen. Ich dachte, der explodiert vielleicht oder sowas. Aber das hat ja gar nichts gebracht. So, wir kämpfen uns jetzt mal zum nächsten Punkt. Dafür gehen wir. Oder klettern wir über diesen Berg hier? Wir sollten irgendwie mal was finden, wo wir uns heilen können. Ey, das ist echt. Man findet zum Heilen findet man echt unglaublich wenig. Es geht doch um Leben. Das stimmt. Um meins. Deine Freunde sind in Gefahr? Mitarbeiter, nicht Freunde. Eine Handelskarawane auf dem Weg zu den Banuk und der ganze Weg wimmelt von Maschinen. Ich habe sie mit genügend Sprengpfeilen versorgt. Bei der Sonne, sie ließen sie zurück. Warum ließen sie die beste Munition zurück? Ich weiß es nicht. Masavid, der Karawanenführer, macht eigentlich keine Fehler. Ich wollte ihnen die Kiste hierher bringen und kam gerade noch über die Grenze, bevor sie die Tore schlossen. Aber ihnen weiter in die Wildnis zu folgen, wäre Selbstmord. Besonders wegen dieser ganzen verdorbenen Maschinen. Also Sprengpfeile klingt geil. Wenn ich die Karawane sehe, werde ich für sie tun, was ich kann. Tja, das ist schon mal mehr, als mir dieser wertlose Abschaum hier angeboten hat. Hier, das ist meine Munition für die Karawane. Du wirst sie brauchen. Und die Sonne leuchte für dich. Ich hoffe, du hast dich gut auf die Jagd vorbereitet. Munition? Ah, ich sehe hier keine Sprengpfeile. Ich mache hier nochmal einen Speicherpunkt. Sicher ist sicher. Ich habe nach dem ersten verseuchten Punkt, den wir eingenommen haben, oder verdorbenen, die erste verdorbene Zone, die wir gereinigt haben, habe ich nämlich noch nicht speichern können. Gut wäre ein Heiltränk oder so. Rohstoffe fallen. So, hier ist nochmal eine Gratisprobe. Scherbenspielkiste, Modifikationskiste. Ich brauche Heiltränke, Mann. Ich brauche richtig viele Heiltränke. Gesundheitstrank. So.
Sonne brennt heute nieder wie eine Stichflamme. So, passt. So sind wir wenigstens wieder gut drauf. Und dann gehen wir mal weiter unseres Wegs hier. Die Spur der Kriegsherrin. Ja, Quest könnten wir auch aktivieren, aber ich will jetzt erstmal hier das hier mit der verunreinigten Zone machen. Das nehme ich für unterwegs mit. So, der hat mich jetzt schon auf dem Radar. Kann ich den einfangen? Den würde ich ja gerne... Warte mal kurz. Ja, das ist ja scheiße. Deckt der andere ihm den Rücken. Alter. Ja, genau, Maschinengewehre oder was? Klar. Hey, das ist so... Du bist in jedem Kampf einfach nur fucking unterlegen. Das ist so scheiße, Mann. Ich komme da drauf nicht klar. Ich will einfach auch mal eine Chance haben. Vor allem sind dies immer so eine großen Gruppen, dass du da nicht mal einen weglocken kannst. So, ich probiere das jetzt nochmal. Faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Wie die einfach nicht mal reagieren auf sowas, weißt du? Einen habe ich gepackt. Boah, ey, ich sehe nichts. Mann. Holy crap, ey. Es ist echt so schlimm. Man einfach keine Chance hat. Und ich will lernen, die Dinger da einzufangen, weil hier sind ja nirgendwo mehr Läufer. Wie soll ich denn noch an Läufer rankommen? Man kann ja an der Map sehen, vielleicht, wo Läufer sind. Da sind die Viecher. Da sind die Viecher. Ja, wo sind Läufer? Nirgendwo. Geil. Top. Wie soll ich mir dann nochmal Läufer fangen? Das ist doch scheiße, Mann. Das regt mich richtig auf. Die werde ich nie mehr los. Wie kann ich denn jetzt lernen, dass ich die Dinger da auch einfange? Das nervt mich.
Egal. Wir machen jetzt erstmal Jägerprüfung. Für mich bringt das hier gerade nichts. Wir sind viel zu schwach, um uns mit den Dingern zu messen. So. Wir müssen dann erstmal leveln, bis Level 12 oder 13 oder 14 oder sowas. Dass wir ein bisschen stärker sind. Hier kurz vor dem Dorf war noch irgendwie so ein Punkt, wo man Jägertraining machen konnte. Oder? Und auch keine Läufer, ne? Breitkopf. Die habe ich auch noch nicht gehabt. So, haben wir den auch. So, wollen wir uns mal an so einen Breitkopf ranschleichen, ob wir die vielleicht fangen können. Erst noch mal den hier erledigen müssen. Ah, fuck. Haben wir den auch erledigt? Der ist schon aggressiv. Die sind alle schon aggressiv, außer der eine da. Ja, Mann, die können wir auch einnehmen. Geil, dann fangen wir uns jetzt so einen Breitkopf das erste Mal. Huch. So, jetzt sehen wir uns noch mehr vor. Was will der Kleine denn? Komm, den holen wir uns auch noch. So, easy. Da haben wir ja fast eine ganze Herde auseinandergenommen. Ich mache dich fertig. Ey, das ist meiner. Zusammenbleiben. Greifen die meinen an? Nee. Wo ist denn der Rest von meinen, von den ganzen, die ich gekillt habe? Komm, den helfe ich. So. Das auch. Konnten wir der Gruppe hier helfen? Und hier können wir auch nochmal sammeln. Und wir gehen jetzt zum nächsten verseuchten Punkt und versuchen den jetzt
zu clearen. Wir haben ja jetzt einen Breitkopf dabei. Alter. Der macht die schon. So, den haben wir auch. Also ich komme langsam, beim Kämpfen komme ich langsam rein. Er hat die echt noch alle gepackt, aber jetzt ist er auch fast im Arsch. Ich muss unbedingt nochmal einen Breitkopf fangen. Weil der hat's echt gut gebracht. Das da hinten sind leider keine Breitköpfe, wenn ich das richtig sehe. Und hier können wir jetzt nochmal speichern. Das machen wir auch und setzen unsere Nee, warte mal, wir haben noch Zeit. Wollte gerade sagen. Ich habe nämlich gerade mal geguckt hier. Ah, das ist gutes Training. Ich will ja noch ein bisschen stärker werden. Deswegen habe ich das gemacht. So, da hinten sind wieder die Viecher. Da. Das wollte ich gar nicht. Naja. Ich wollte jetzt nochmal Pfeile herstellen. So, dann steigen wir nochmal auf unseren Breitkopf und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo nochmal einen neuen Breitkopf herkriegen. Denn der hier ist ja schon doch ziemlich hinüber. So. Verdorbene Wächter. Verdorbene Wächter. Ja, Wächter sind ja noch das Einfachste. Die muss ich ja einfach nur richtig erwischen, dann passt das schon. Was jetzt halt bitter ist, ist, dass sie unseren guten Kameraden niedergemäht haben. Mal eben. Da werde ich mir eben nochmal die Erfahrungspunkte oder die Inhalte hier gönnen. Hä, was machen die denn immer? Ach, das ist voll nur so ein Blendmittel, ne? Huch, was ist denn hier?
Boah, das war so ein perfekter Treffer. So. Haben wir schon mal... Nein! Nein! Das waren aber andere. Wo kamen die denn auf einmal her? Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Die habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Naja, Leute, das war's dann erstmal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.